das tut echt weh, ey. Das tut echt weh. Ja, wir fahren heute für die BASF wieder, fahren wir nach Stuttgart. Vielleicht hat es der eine oder andere ja mitbekommen, dass es am 11.10., also am Mittwoch, auch schon wieder ein Update oder auf, ja, Update auf der Homepage von SCS gab. Erst haben sie gesagt, die Überarbeitung von Austria, also besser gesagt von Schweiz wird noch gemacht. Warum habe ich denn so einen Linkstrall? Dann kam noch raus, also jetzt kam der Patch dann heute raus. Und dann haben sie noch einen schönen Post, wie gesagt, für die Überarbeitung für den Städten und noch hinzugefügt. Das war am Dienstag, glaube ich, ne? In Triest, wie gesagt, den Spezialtransport-Post, dann haben sie gestern noch rausgebracht. Ach, das ist so herrlich, ey. Ja, darüber will ich mich euch mal ein bisschen unterhalten. Weil, wie gesagt, Spezialtransport, das ist ja, das wird uns passen. Also Spezialtransport in Sache für den Westbalkan, ne? Das wird für Mannheim sich auf jeden Fall sicher lohnen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf. Ja, wir haben natürlich nicht nur... ich habe ganz schön laut heute Morgen, ne? Wir haben nicht nur das Westbalkan im Blick, sondern ich habe ja euch doch gesagt, dass wir auch noch ein paar Mods für die Spedition gucken. Das heißt, wir gucken auch noch ein paar Aktualisierungen, Verkehr, jetzt da der Patch ja draußen ist, können wir uns da ein bisschen ranwagen. Neuen Mods, vor allem das Plugin für OBS dann zu programmieren mit der Telemetrie, ne? So, jetzt gucke ich mal gerade, was der uns heute beschert. Dann koppeln wir uns erstmal an. Dann schauen wir mal. Als ich heute Morgen nämlich das Spiel gestartet hatte, ist das nämlich so gewesen, dass nachts direkt wieder ein neuer Patch in München gespawnt. Wir standen ja in Linz, ne? Wir haben ja die Borsäure war das, was wir transportiert haben. Und leider war es ja so gewesen, dass ich ja sowas von in der Halle eingeparkt habe. Also Halle parken, guckt euch die letzte Folge an, die letzten 30 Minuten. Ich glaube, da war ich nur am Rumkurbeln. So ein Loser am Fahrrad, ey. Also es war wirklich so blöd habe ich mich echt noch nie eingestellt, eine Fracht da reinzubekommen. Naja. Wie dem auch sei. So. Genau. Dann laden wir mal auf. Ja, also wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall, dass der Patch endlich auch draußen ist und endlich auch Triest mal mit im Rahmen, wo wir wieder ein bisschen was erkunden können. Aber links weiß ich jetzt noch nicht so, wie sich das da auf die World of Trucks... auswirkt. Was haben wir denn hier? Eieiei. Allerdings fahren wir jetzt mal erstmal nach ins schöne Stuttgart. Bevor wir dann uns nämlich dann mit den neuen Mods da drauf auflegen. Ich habe den neuen Post bei mir auf dem Discord verlinkt, ne, im Bereich NTG. Da könnt ihr euch das Ganze auf jeden Fall mal noch angucken. Und auf jeden Fall bin ich richtig schon heiß drauf. Aber gerade wo auch die, jetzt kommen wir mal zum ersten Themenbereich, und zwar die Spezialtransporte, die sich da die Routen veröffentlicht haben, werden wir das vielleicht, also die Spezialtransporte werden wir in Videos fahren. Also die werde ich zwar live aufnehmen, aber die werden dann quasi auch auf Video dann quasi rauskommen.
Ich denke, das waren fünf oder sechs Stück dürften das gewesen sein. Und mit dem Begleitfahrzeug wieder. Vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, dass wir noch unsere Begleitfahrzeuge noch benutzen können. Also, wenn es da noch zwei schöne Fahrer geben wird oder wer da Lust hat, selber den Spezialtransport zu fahren, dann ist es für mich auch kein Problem. Fahre ich halt ein Begleitfahrzeug. Das war ja auch kein. Kein Akt. Ja, also wie gesagt, heißt es ja. So, und wie man sieht, haben sie die KI auch ein bisschen runtergestellt. Naja. So, was haben wir denn geladen? Ah, Chemikalien, 13 Tonnen. Das passt. Das passt ja auch gerade mit der schönen Gelegenheit, dass wir quasi auch von der Nähe von Madrid fahren zu diesen Spezialheinis, Baumaschinen-Heinis da. die sind nämlich immer so locker lustig drauf. Und, so, ich ziehe jetzt einfach mal raus, mein Freund. Wir haben es nämlich ein bisschen eilig. So. Perfekt. Ja. Also da wird uns auf jeden Fall was Schönes erwarten, ey, am 23. Ich würde mich sehr freuen, nochmal. Ja, wie gesagt, das kriege ich mal. Das kriege ich mal hin, Johannes. Ich freue mich auf jeden Fall, ne? Ja, meiner Freundin geht es heute leider nicht so gut. Eigentlich sollte ich ja schon gestern Abend bei ihr. Oder heute. Heute Morgen bei ihr gewesen sein. Die hat nämlich auch wieder ihre Rückenschmerzen. Ja. Die ganze Woche wird halt schon ein bisschen durcheinander. Genau. Nur falls er nach Ruf Kelly fragt, ne? Das andere, was natürlich auch mit drin ist, ist, dass die für die längere Ladezeit hat der STS sich jetzt auch ein bisschen was ausgedacht. Zwar war es ja vorher immer, dass das Laden, wenn du nach dem Startbildschirm, also startest ETS2, wählst dein Profil aus und dann drückst du auf Start, dass die das auch quasi verbessert haben, also quasi Datenbanken ein bisschen überarbeitet haben und schnellere Ladezeit haben. Ich sag immer, je mehr Mods du hast, desto länger musst du laden. Also ich habe da jetzt keinen Unterschied gesehen. Vielleicht fällt es dir ja irgendwann in der nächsten, in der übernächsten Woche quasi uns auf. Kann ja passieren. Aber ja, wie gesagt, ich habe hier immer noch den Trailer-Mod drin. Und die haben einen. Wie haben sie es gesagt? FPS-Limiter, also ein Begrenzer bis zu 300 dran. Ja, ich brauche meine 30, ich habe ja meine 60, das langt. Ja. Hätte man jetzt bald einen anderen Bildschirm, würde ich sagen, jo. Dann könnt mal halt gucken. Das ist nämlich auch so der nächste Punkt, was dann nämlich bei mir auch bald kommt. Einen neuen Bildschirm, weil das Smart TV bald wegkommen sollte. Wie gesagt, ich gucke schon seit Jahren nach einem vernünftigen Gaming-Monitor. Das natürlich auch die Höhe da verpasst. Ne? Also es kann sein, dass dann das alles wieder auf dem Podest steht. Und ja. Schauen, schauen, schauen. Ne? Das ist halt so das Schöne halt daran. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Also, wenn wir dann Richtung Madrid unten fahren, dann könnten wir eigentlich unsere Touren so planen, dass wir quasi Richtung Triest gehen.
Da mal kurz einen Schlenker reinfahren. Und weiter danach nach Madrid in die Richtung. Für die Baumaschinen. Wird auf jeden Fall eine interessante Woche. Also. Und vor allem, wenn wir dann uns dieses Hard arbeiten, also ich, und diese Telemetrie vor allem uns. Also ich habe ein Video gefunden, sagen wir mal so. Und der, dort wird es ein bisschen erklärt. Das Video geht 43 Minuten lang. Ich werde mich da aber noch ein bisschen vorbereiten. Weil dann kriegt er nämlich dann auch ein. Auch einen neuen Command oder einen neuen Kanal. Kanalpunkte, was ihr damit einlösen könnt. Nennt sich dann Auftrag oder Auftragsstatus. Das ist dann die ganzen Fahrzeugdaten, wo dann schön eingeblendet werden für 30 oder 45 Sekunden, je nachdem, was ihr halt habt. Und ich habe halt die Möglichkeit, dass ich halt dann mein Overlay, also wie gesagt, die Kamera, so wie sie jetzt da platziert ist, wird halt auch noch ein bisschen verbessert werden, ne? Man kann so sagen, aufs Next Level. So. Ja, dann hat mich heute Morgen noch jemand angeschrieben, dass es mit dem ACC, ihr habt ja den vorgestrigen Stream ja mitbekommen, dass sich da jemand über die PS5 da damit fahren wollte, hat auch geklappt. Das heißt, wir werden heute Abend mal einen kleinen Testserver aufmachen und dann zusammen ein bisschen fahren. Oder wenn er, sagen wir mal, wenn wir es auf der Pommesbude, ihr wisst ja, ich fahre gern bei denen auf dem Server rum, dass wir uns dort auch treffen. Dann können wir da auch ein bisschen nochmal rumfahren. Also heute zwei Sachen, die stehen auf jeden Fall heute an. Einmal mit dem ETS und einmal das ACC, auch das mit dem, dass man das verbinden damit kann. Und dann schauen wir einfach mal. Ja, ich, wie gesagt, ich fahre jetzt gerade im Singleplayer rum, nicht gerade auf dem Server. Weil wie gesagt, wenn wir da dann noch die Mods aktualisieren oder nach neueren Mods gucken, weil ich würde gerne den MP5 wieder mit drin haben. Das ist dann auch ein bisschen, ja. Wer nämlich auch den MP5 dann hat, kann nämlich damit dann auch umfahren. Also wie gesagt, das ist nämlich dann auch nicht das Problem. Das ist ja auch ein schicker LKW, sage ich ja nicht. Aber wie gesagt, das muss auch so sein. So, da hinten ist schon die Abladestation, das passt. Dann hoffen wir, dass wir direkt. Oder ich hoffe nicht, dass ich leer nach München zurückfahren will oder muss. Das wäre jetzt echt scheiße. Scheiße. Dann schauen wir mal einfach. Das sind immer noch die tollen Strecken hier, die man sich erstmal gewöhnen muss. Können wir direkt rechts bleiben? Ja. Da soll man mit 60 hier durch die Gegend kurven. Naja, egal. So. Genau. Das wird dann quasi so der heutige Tag sein. Das Schöne ist, als ich nämlich heute Morgen deine PC gestartet habe, kam noch ein Update von Sengoku. Patch Notes von Sengoku Dynasty. Und den Patch habe ich jetzt erstmal abgebrochen. Also wie gesagt, der hat es zwar noch nicht ganz runtergeladen, aber
Das werde mal aber. Oder werde ich dann morgen machen? Dann passt das. Können wir da morgen auf jeden Fall mal reingucken. Allerdings ist morgen was anderes geplant. Deswegen habe ich auch schon heute schon meiner Freundin schon gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich heute am Streamen bin. Wenn es nämlich mehr als 6 Stunden wird. Yippie. Aber ansonsten, ja. Müssen wir halt mal gucken. So. Da muss ich rein. Ah, hier gibt es schon Autotransport. Ist das einer von den neueren? Ja. Das ist schon einer von den neueren Transportern. Schön. Okay, die Halle kann ich einparken. Aber schön, dass da wenigstens mal ein bisschen Leben reinkommt, dass da ein LKW mal drin steht. Schade, dass noch kein Trailer von TNT da ist, aber auch da freue ich mich, dass da endlich mal ein bisschen Leben reinkommt. Vor allem der ist ja. Sieht es nur so aus oder ist der dreckig? Jetzt muss ich gleich mal angucken. So, fahren wir den Hobel da hinten rein. Das ist nämlich auch so ein Mod, was ich nämlich suche. Ich will die Kringel da oder die Markierung auf dem Boden will ich auch umtauschen. Für ein wenig mehr. Ach Junge, wie fahre ich denn heute, ey? Fängt der genauso an, wie in der Halle aufgehört hat, ja? Sieht schon besser aus. So. Na? Genau. So, da haben wir den ersten Streich gezapft.